Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video, mal anders. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mal wieder so ein paar Produkte leer und wie ihr wisst, habe ich mittlerweile nicht mehr dieses Projekt wie damals, aber ich werde immer noch Zahlen einblenden, die einfach nur für mich sind, um zu sehen, wie viele Produkte verwende ich, wie viele Haushaltsprodukte, wie viele sortiere ich aus, weil mein Aufgebraucht-Video ist ja auch mein Aussortiert-Video. Letzten Monat habe ich Massen aussortiert wieder. Ich kann euch das mal in der Infobox verlinken. Und das ist einfach für mich und ich werde halt auch in der Infobox dann immer reinschreiben, wie viel Wert die Produkte im letzten Monat hatten, was ich so verwendet habe. Damit ich einfach mal ungefähr einen Durchschnittswert habe, was ich so im Monat verbrauche. Das ist einfach nur für mich und wir legen direkt los. Ich lege direkt los mit einem aussortiert Produkt und zwar ist es nämlich etwas von Sephora. Ich habe mir vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, das war im Herbst letzten Jahres, habe ich mir in Italien bei Sephora diese Vintage Effect Filter Palette hier geholt, die Lidschattenpalette, und die ist wirklich ein Traum, aber ich verwende sie einfach nicht, weil die Farben, die hier drin sind, die habe ich halt auch in anderen Farben en masse, ja. Und deswegen dachte ich mir, gebe ich sie wieder ab. Ist ja Schwachsinn. Eine wunderschöne Palette und ist auch noch dieses Dingens hier. Und unten das, klar, Spiegelchen, sehr groß, sogar sehr cool und ziemlich schöne Farben. Ich habe die vielleicht zweimal verwendet, ein, zweimal. Ja, so ist das. Die landet jetzt bei mir im Kleiderkreisel. Dann habe ich wieder, ich habe wieder noch was aussortiert. Und zwar nämlich von Catrice diese Eyelashes, auch so Single Eyelashes. Ich habe letztens schon mal welche aussortiert, letzten Monat. Und ich habe gedacht, ja, die habe ich nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, die werde ich auch aussortieren, weil ich mag dann, wenn ich Eyelashes trage, dann die richtigen. Und deswegen kommen die auch weg. Habe ich kein einziges Mal verwendet. Ja, ja. Dann habe ich einen Baumstamm von diesen, diesen 100 Tüchern hier aufgebraucht. War jetzt nicht die schönste Box, aber hat gepasst. Und immer so mal ein Tüchlein zu ziehen für Nase oder was auch immer. War ganz gut. Ach, ich habe hier übrigens noch eine Probe aufgebraucht und zwar eine Emulsion, weiß ich nicht. Ich glaube, die habe ich mal bei Sephora oder Douglas oder so dazu gekriegt. Habe ich halt mein Gesicht vorher mit eingecremt, bevor ich mich geschminkt habe. War ganz gut, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, boah, das war jetzt voll die Wundercreme. Meine Baby 5 in 1 pflegende Reinigungstücher sind wieder leer. Ich liebe diese Tücher. Ich habe die vor allen Dingen über Karneval, weil da war natürlich auch ziemlich eine große Schicht drauf mit Glitzer und weiß ich nicht was alles. Und da habe ich die natürlich sehr viel verwendet, auch mein Freund, weil er hatte dann halt auch ordentlich was im Gesicht. Und die sind wirklich sehr gut, auch sehr gut verträglich, können Augen-Make-up gut entfernen. Ist jetzt kein Schritt für mich, dass ich damit jeden Tag mein Gesicht reinige, das nicht. Aber wenn es mal sein muss, mache ich das super gerne nur mit diesen Tüchern. Noch ein paar Tücher, und zwar von Denk mit, die feuchte Allzweck-Tücher. Die nehme ich gerne, um meinen Wohnzimmertisch einfach mal auf die Schnelle abzuwischen, wenn irgendwas daneben gegangen ist oder beim Essen oder was auch immer. Und die sind optimal und die sind auch wieder in meinem Einkaufskörbchen gelandet. Und ich habe meine Zahnbürste ausgewechselt, und zwar die von Donto Denti Super Soft Sensitive, die nehme ich ja immer. Da ich erkältet war, eigentlich war noch keine neue fällig, aber da ich erkältet war, dachte ich mir nicht, dass da Bakterien und so dranhängen. Die sortiere ich aus, habe ich mir dann in dem Falle gedacht, und ja, ist dann halt jetzt auch aussortiert. Und wieder eine neue von diesen auch wieder da. Leer ist auch geworden mein Nivea Deodorant Protect and Care, 0% Aluminium. Das habe ich schon mal aufgebraucht und das habe ich damals für gut befunden. Oh, mir ist gerade ein bisschen warm. Ja, ich finde es auch vom Geruch her immer noch sehr gut, aber seien wir mal ehrlich, so richtig bewegen und dann erwarten, dass man nicht schwitzt, ne? Ist nicht. Also es ist ja eh kein Antitranspirant, es ist ja ohne Aluminium. Das heißt, es kann kein Antitranspirant sein. Ne? Also es soll ja nur dann halt irgendwie die Schweißbildung minimieren, sondern den Geruch. Und Geruch, also habe ich dann nicht, ich habe nicht gerochen, aber ich habe halt wirklich ordentlich geschwitzt. Ne? Und das ist, ja, kontraproduktiv. Und deswegen werde ich mir es nicht nochmal kaufen. Da gibt es doch andere, viel bessere. Ups. Dann habe ich eine Parfümprobe leer gemacht. Und zwar von Hugo Boss, das
Noir Nude Pure Femme. Also das heißt, so habe ich leer gemacht, so sieht das aus. Ich fand den Geruch wirklich sehr interessant und gut, aber es ist halt nichts, womit ich mich identifizieren kann. Aber ich sag mal, wenn ich den jetzt zum Beispiel von meiner Tante, weiß ich nicht, was kriegen würde, würde ich ihn auf jeden Fall benutzen. Aber es wäre auch auf gar keinen Fall ein Duft, den ich mir selber kaufen würde. Ja. Dann habe ich noch eins aufgebraucht und zwei Stück aussortiert. Und zwar habe ich nämlich von Eucerin die Hyaluron Filler Day Cream for Dry Skin habe ich hier aufgebraucht. Das war so ein Tiegel hier. Hat wie viel Milliliter gehabt? 20 Milliliter. Ich fand diese Creme ultra gut. Ich habe die mal gewonnen bei der Miss Mermaid oder so heißt sie. Heißt mittlerweile aber anders. Naja, auf jeden Fall habe ich die damals mal gewonnen. Das war so ein komplettes Set und ich würde mir die auf jeden Fall neu kaufen. Aber ich habe noch so viele andere Cremes. Aber die steht auf jeden Fall, die werde ich mir in meinem Kopf behalten, weil ich die wirklich gut fand. Dann habe ich hier von Altera Naturkosmetik habe ich einen Augen-Make-up-Entferner für alle Hauttypen. Das ist dieser hier. Den habe ich so 5-mal benutzt und ja, den tut man sich halt aufs Wattepad drauf und dann reibt man sich das sanft über die Augen. Hat irgendwie nicht geklappt, hat bei mir überhaupt nichts runtergenommen, deswegen ist das für mich jetzt kein Produkt, was viel Aufmerksamkeit für euch erregen sollte. Und dann habe ich ein NARS-Produkt aussortiert. Ja, ich weiß. Mein NARS-Blush, was ich mir in Bangkok gekauft habe, das habe ich mir auch, andere Seite, das habe ich mir auftragen lassen und fand das auch sehr gut, aber ich war da ja auch schon gebräunt, ne? Und so mit meiner blassen Haut, das sieht echt ätzend aus. Ich habe die letzten paar Male habe ich dann einfach mal nochmal versucht aufzutragen, aber immer sah das so ätzend bei mir aus. Also die Farbe, die steht mir überhaupt nicht. Und jetzt habe ich mich dann dazu durchgerungen, dieses tolle Blush, das heißt Amour, abzugeben. Ist auch noch dieses Dings hier drin. Und ich habe das, wenn es hochkommt, 5-6 Mal benutzt. Also schade drum, das ist das hier. Und ich kann euch da auch mal ein Swatch geben. Eigentlich die Farbe ist wirklich sehr schön, weil das ist halt nicht dieses totale Pink. Aber es ist halt wirklich schön. Aber ja, ist halt nicht so meins. Es passt mit meiner Hautfarbe überhaupt nicht. Und deswegen habe ich es jetzt auch im Kleiderkreisel stehen. Ja. Ich habe wieder so ein bisschen was leer und das wollte ich euch zeigen. Zum einen mache ich erstmal hier mit. Ach, ich habe noch was anderes da hinten. Naja, ich kann euch das ja auch einfach nur sagen. Und zwar habe ich nämlich zwei Yankee Candles aussortiert. Und zwar zum einen habe ich Madagaskar Orchidee aussortiert. Habe ich 2-mal, wenn es hochkommt, verwendet, also getestet. Aber irgendwie ist das nicht mein Duft, leider. Und jetzt versuche ich die gerade zu verdippen im auf der Facebook-Seite, dass die verlost wird. Wenn die nicht verlost wird, dann werde ich die auch einschmelzen und mein Handy geht. Lasst euch nicht stören. Ja, und dann habe ich... Ich gehe mal eben. Ich bin wieder da. Ja, auf jeden Fall, Madagaskar Orchid habe ich aussortiert und dann habe ich... den habe ich allerdings noch bei meinem Freund. Habe ich noch eine Yankee Candle Kerze und zwar die Kilimanjaro Stars. Die werde ich jetzt auch aussortieren, weil ich habe die Tage nochmal angehabt und habe mir dann gedacht, so, das ist halt ein sehr starker männlicher Axtgeruch und der ist nicht ganz so mehr meine Schiene, die ich toll finde, obwohl ich männliche Düfte wirklich sehr gut finde, aber das ist so, ich weiß es nicht, irgendwas ist da drin, was, wo ich denke, oh, nö, muss nicht sein. Schade eigentlich, aber gut, ist ja nicht so, als hätte ich keine Yankee Candle Kerzen und vor allen Dingen von dem Geld kann ich mir dann wieder andere kaufen, die ich dann besser finde. Und übrigens, apropos Yankee Candle oder Duftkerzen, ich habe eine Kringle Kerze Candle aufgebraucht. Mega krass, also das ist die, wie viel ist da eigentlich drin hier? 624 Gramm, also es ist quasi, als hätte ich eine komplette Yankee Candle aufgebraucht. Den Rest, weil da war noch so ein Sicherheitsrest wieder drin, den habe ich da eingeschmolzen, habe ich mir Tarts wieder von gemacht. Dieser Duft, der war gut. Ah, man riecht noch ein bisschen, obwohl ich da mit Zitrone und so reingetan habe. Mega. Da heißt übrigens Winter Wonderland, den habe ich mir mal bei TK Maxx gekauft. Und diese Kerze, die war so intensiv und toll. Das Witzige ist hier, bei mir zu Hause habe ich die null wahrgenommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann habe ich ihn zu meinem Freund genommen. Und da roch die extrem. Das war so mega. Er mochte die auch sehr. Die war halt sehr waldig.
Ah, jetzt riecht Pommes nicht mehr. Sehr waldig und so Moschusmäßig. Also super mega geil. Und ja, jetzt habe ich eine Kringle Candle hier leer. Ja, dann habe ich hier Carefree Soup Einlagen leer gemacht, muss ich ja nicht so sagen. Einmal noch den Riva Loop ölfreien Augen-Make-up-Entferner. Der geht demnächst nochmal leer, weil ich hatte einen bei ihm stehen und einen bei mir. Und der war halt bei ihm und jetzt ist er leer und ich finde das halt toll. Das reicht mir voll und ganz, was der kann. Also der nimmt mein Augen-Make-up runter, fertig. Ne? Also. Dann habe ich hier von Schauma die Superfrucht Gloss Glanz Sprühpflege. Sprühkur. Oh, Leute, die war so schrecklich. Also ich weiß nicht, ich hatte die mal im Tauschpaket drin. Den Duft fand ich auch nicht gut und das war halt eher so eine festere Konsistenz. Also wenn ich geschüttelt habe, das ging immer. Also das war total fest und kam dann halt auch so dickflüssig schon rausgesprüht und dann habe ich hinterher das halt aufgefüllt mit Wasser und dann habe ich das halt verdünnt und ich bin jetzt froh, dass es leer ist. Ganz einfach. Ich fand es grottig. Das schlechteste Produkt für die Haare, was ich zum Sprühen, was ich jemals hatte. Dann noch was zum Sprühen und zwar ist jetzt mein Avon Make-up Setting Spray leer. Habe ich heute Morgen den Rest aufgebraucht und ich fand es sehr gut. Es hat halt, gut, ich bin jetzt hier unten ist ein bisschen Make-up ab. Ich bin jetzt aber auch schon seit 13 Stunden geschminkt. Dafür geht's noch und ich habe es halt jeden Morgen verwendet, immer schön drauf gesprüht und es hat halt das Make-up länger haltbar gemacht und zusätzlich auch noch, wie nennt man es, Feuchtigkeit gespendet. Und das tue ich jetzt weg, weil das hatte ich ja in meinem Project drin, in irgendeinem zumindest. Und deswegen kommt das da rein. Naja, und dann habe ich noch einen Teil. Und zwar bin ich hier auch froh, dass es leer ist. Ich habe also gerade zwei Flop-Produkte. Und zwar ist das von Avon aus dieser Planet Spa-Reihe. Hatte ich auch schon mal eine Haul-Review drüber gemacht. Da habe ich gesagt, dass ich das gar nicht so schlecht finde. Also die Pflegewirkung ist auch nicht schlecht. Ne? Das hatte ich auch da schon gesagt. Aber dieser Duft, ich finde diesen Duft ganz schrecklich. Also es hat so einen Aloe Vera Duft. Und ja, das hatte halt so ganz leichte Glitzerpartikel, weil es ist halt eine Illuminating Body Butter. Hatte halt ganz leichte Schimmerpartikel, die man aber nicht wirklich gesehen hat. Also ich mochte den Duft überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht mein Fall. Also damit kann ich mich gar nicht identifizieren. Und deswegen würde ich mir die halt nicht nochmal neu kaufen. Aber von der Pflegewirkung war es okay. Ja, ich bin total krumm und schief hier. Tut mir leid. Ist irgendwas passiert hier. So. Ja. Hallo meine Lieben. Ich wollte euch eigentlich ein Haul zeigen. Aber machen wir erstmal das Aufgebraucht-Gedönse. Ich habe nämlich ganz viel noch aufgebraucht. Weil, wie ihr seht, ich bin gerade in einer anderen Location. Und durch den Umzug ist es halt ziemlich vorgekommen, dass ich einfach nur alles in meine Tüte reingeschmissen habe und gedacht habe, ja, mach mal, Jenny. Ne? Also, es ist viel leer geworden jetzt in den letzten Tagen. Und zwar einmal die zart pflegenden Feuchttücher von Hip. Die habe ich mir, glaube ich, im Viererpack bei Lidl mal gekauft und die fand ich sehr gut. Und kann ich sagen, dass die zum Abschminken gut sind. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr gucken, dass ich das heller kriege. Vielleicht, na, ich weiß nicht, ein bisschen besser vielleicht. Naja, auf jeden Fall finde ich die ganz gut zum Abschminken oder so, ja. Dann habe ich Lenore aufgebraucht. Das ist eins meiner Lieblings-Lenores, weil die so langanhaltend sind. Eine Haarkur von Garnier Fructis Oil Repair 3. Den Duft fand ich ganz gut, aber fand ich jetzt, da kann jede andere Haarkur auch mithalten, um ehrlich zu sein. Genau wie das hier, das Pantene Pro V in der Dusche, Schaumpflegespülung, Volumen pur für feines Haar, weil ich ja so extrem feines Haar habe. Diese Schaumspülung hat bestimmt 30 Mal gehalten. Also es ist super ergiebig, das Zeug. Ja, also für Leute, die feines Haar haben und voll auf Pantene Pro V abfahren, ja, meinetwegen, kauft euch das. Ja, aber ich mag Pantene Pro V nicht. Ich habe zwar hier gerade, entgegen aller meiner Sachen, die ich gerade sage, habe ich sogar ein Pantene Pro V Shampoo in der Dusche stehen. Allerdings nur, weil ich das in so einem Paket hatte und dann halt ausprobiere. Gut, ne, alles schön und gut. Aber ich würde es mir jetzt nicht so im Laden kaufen. Aber es ist sehr ergiebig und ich fand halt auch okay von der Durchkämmwirkung. Ja, und dann habe ich hier 40 Maxi-Pads aufgebraucht. Die hatte ich schon bei meinem Freund hier. Das, oder
für Nagellackentferner, glaube ich. Ja, die hatte ich mal, die sind leer und dann halt auch noch eine, genau die hatte ich mir bei meinem Freund. Und zwar sind das die Maxi Super Soft und die fand ich sehr gut. Allerdings, ich weiß nicht, gibt es eigentlich auch die Kleinen in Super Soft? Weil ich finde das Super Soft schon cool, aber das Große, weil ich mir das nur für die Augen nehme, ist eigentlich Schwachsinn. Ich nehme das nämlich immer zweimal. Also, boah, es wird so dunkel. Dann habe ich meine Waschlotion leer gemacht. Die wird auch nächsten Monat nochmal leer gehen, weil ich eine bei mir zu Hause stehen hatte und eine bei ihm. Und ja, die ist leer geworden und ich mag die ja sehr gerne, die von Norma. Habe ich immer schon mal gesagt, also Norma ist nicht mein Laden, aber dafür fahre ich dahin. Das benutze ich halt für Intim, für zum Abschminken, für meinen Körper, für alles. Ist halt so eine Metreihe, gibt es in grün und in, oder in blau, grün und blau oder mit rosa auf jeden Fall ist das. Und das nehme ich halt, weil das so nach Babyshampoo riecht. Voll toll. Dann habe ich das Nivea pflegende Seidenmousse, Duschgelmousse, super schön, ja Wasser, super schöner Vanilleduft, Nivea Duft und ich mag den Schaum auch sehr, muss ich dazu sagen. Ich habe hier etwas, komm, mache ich erstmal die zwei aussortierten Sachen und zwar habe ich einmal einen Rouge-Pinsel oder Puderpinsel, den habe ich auch mal von der Moldavid gekriegt, aber ich habe so viel Kram und den sortiere ich jetzt aus. Und den hier muss ich leider aussortieren, weil der, ich hatte den ausprobiert, das ist ein Lipgloss von Smashbox. Aber der riecht mittlerweile ein wenig verdächtig gekippt und das ist die Farbe Happy Hour. Und die Farbe gefiel mir eigentlich sehr gut. Aber das kommt davon, wenn man... Oh, ja. Oh, mein lieber Scholli, ey. Das kommt davon, wenn man nie seine Schminke benutzt, ne? Vor allen Dingen Lipglosse. So sieht er aus. Weg damit. Achso, ich muss den ja noch aus meiner Liste streichen. So, dann habe ich von Bamboo habe ich das Luminous Shine Mist aufgebraucht. Das ist für die Haare und das riecht sehr gut. Und das bringt halt wirklich einen leichten Glanz. Jetzt nicht, dass du denkst, boah, hat die glänzende Haare, wie macht die das? Nee, so auch nicht, ne, aber war okay. Dann halt Zahnpasta, das hatte ich mal, ich glaube, als Goodie. Hallo. Als Goodie hatte ich das mal, glaube ich, irgendwo in der Tasche. Die Zahncreme hat nicht geschäumt. Und das finde ich irgendwie ganz verwirrend, wenn Zahncreme nicht schäumt. Dann habe ich von Kerastase das K-Spray Porter aufgebraucht. Werde ich mir allerdings nicht in groß holen, weil das macht die Haare schon so ein wenig stumpf, habe ich das Gefühl. Weil das halt so ein Texture-Haarspray ist. Ganz anders ist nämlich dieses Advanced Techniques von Avon Supreme Oils. Das sind 5 Öle in einer Sprühvariante und das war mega, mega cool. Ich glaube, das kostet 2,50 oder so. Aber das hat die Haare so schön glänzend gemacht und super gepflegt. Also ich denke, das wird irgendwann nochmal in meinem Körbchen wandern. Dann habe ich 2 von diesen Raumsprayern leer gemacht. Und zwar einmal Glade Fresh Cotton. Und einmal 4 Sense, Life Sense, dürfte sie sich verändern, dieses hier. Die beiden sind leer und ich fand das hier auf jeden Fall, das hier fand ich nicht so dolle, aber das Fresh Cotton, das dürfte auf jeden Fall wieder einziehen. Ich habe eine Handcreme von The Body Shop leer gemacht und zwar war ich letztens in The Body Shop und dann haben die mir eine Probe für die Handcreme Mandel, durfte ich testen. Da war richtig viel drin und ja, ich mag überhaupt keine Mandel. Mandelduft meine ich, auch in Mandeln so auch nicht so gerne. Aber der Duft, die hat diese Wirkung von dieser Handcreme war astrein. Seht ihr mich überhaupt noch? Scheiße. Wenn ich jetzt so künstliches Licht anmache, ist das auch scheiße. Aber wenigstens seht ihr mich dann so noch so ein bisschen. So. Dann habe ich von L'Oreal Elvital das Anti-Haarbruch pflegendes Aufbau-Gedönse hier. Das Haarshampoo leer gemacht. Fand ich schon besser als das andere, was ich immer noch aufbrauchen muss. Aber war jetzt auch nicht der Brüller, um ehrlich zu sein. Da habe ich schon andere gute Haarshampoos aufgebraucht. Ich habe eine Parfümprobe leer gemacht. Und zwar das Black Opium Floral Shock. War richtig? Ja. Und die Flasche sieht so aus. Fand ich super. Fand ich super, das Parfüm. Muss ich mir aber jetzt nicht kaufen. Aber es war gut. Ein Yankee Candle Tart und zwar Flowers in the Sun ist leer. Ist ein Wunder, dass ich schon mal einen Tart leer mache, naja. Dieser Duft, der riecht für mich nach
Blumenwiese gepaart mit einem Hauch Ananas. Ja, aber ja, ich habe mir die ja auch als große Kerze geholt und als Kerze ist sie so intensiv, das ist so krass. Weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich es mag. Dann habe ich endlich, ja, ich glaube, die hatte ich euch schon mal gezeigt, aber da waren nur noch, ich glaube, in dem Projekt 10 habe ich euch das gezeigt, ist meine Augencreme jetzt endlich leer geworden, die von Chanel. Boah, Leute von heute, wie mache ich das denn so vielleicht? Da sieht man da was, ja. Das ist die Chanel Augencreme, die ist jetzt leer und aufgebraut und platt gemacht. Fand ich aber gut. Dann habe ich von Balea die definierende Lockenlotion leer gemacht. Und zwar diese hier. Die ist scheiße. Ich finde die so ätzend. Die Locken sehen so scheiße aus und die fühlen sich so komisch an. Ich bin froh, dass ich das leer habe. So, und das letzte Produkt für diesen Monat, denke ich zumindest, weil wir haben jetzt den... Ja, das letzte Produkt für diesen Monat ist von Aqua Effects, das ist die Make-up-Basis. Ich glaube, also von Nivea, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Das Gefühl, also ich glaube, da sind voll die Silikone drin, aber das Gefühl, das war halt schon ziemlich cool. Ich habe die heute Morgen halt den Rest rausgemacht und ich fand die echt gut, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich keine Cremes habe, um vorher was zu machen und zu tun. Aber übrigens, ich habe hier noch etwas, fällt mir gerade mal so ein, ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon gezeigt hatte. Und zwar habe ich nämlich auch noch etwas aussortiert, und zwar das Fit Me Make-up. Habe ich euch das schon gezeigt? Ich bin mir nämlich sicher, mir nicht sicher, keine Ahnung. Habe ich mir schon im Kleiderkreisel drin stehen, weil genau wie bei dem Manhattan-Produkt ist das nicht ganz so optimal im Moment für meine Haut. Und ja, deswegen habe ich die aussortiert, das ist die Farbe 105. Ja, deswegen, das wollte ich euch noch zeigen. Ja. Okay, meine Lieben, das war mein Aufgebraucht-Video mal anders. Ich schreibe wieder in der Infobox, was ich so an Wert diesen Monat aufgebraucht habe, im Gegensatz zu letzten. Und ich mache das einfach so ein bisschen für mich und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.